Hi, herzlich willkommen zurück und zur Fortsetzung der vorherigen Folge, in der wir das erste Mal eine Basis bauen konnten und jetzt gezwungen sind, hier mehrere strategische Punkte einzunehmen. Und wir machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Ne, wie immer. Panzerbrecher hält sich bereit. Wir werden erstmal noch kurz die Einheit reparieren und ein bisschen dafür sorgen, dass wir noch ein bisschen Nachschub bekommen. Aber 35. Ist irgendwas kaputt? Welcher ist denn ausgefallen? Beide sind ausgefallen. Haben wir beide verloren? Ich höre. Nö, dann was haben wir brauchen dann. Sie? Achso, da versteckt er sich. Zwischen den Truppen. Völlig getarnt, so ein bisschen. Reparaturen abgeschlossen. Also, nächsten Mösch, bitte. Ah, ne, nicht den Mösch, den will ich nicht. Abgebrochen. Strasnik macht sich kampfbereit. Meldung wie befohlen. Ah, man kann also im Hauptquartier auch schon bereits Einheiten ausstellen. Hier können auch die Helden nochmal hergestellt werden. Sehr gut zu wissen. Bereit zur Zielerfassung. Das Geschütz lasse ich auf jeden Fall im in der Basis. Gerade für solche Überraschungen wie gerade eben, wo sie uns versuchen einfach mal zu rocken. Hier kommt wieder ein neuer Außenposten. Unsere Verteidigung muss stark sein. Ja, wie die Söhne genau. Die Schützen kommen dann gleich rein. Kanoniere so, bereit. Die kommen mit in den Angriff. Wie kann ich helfen? Müssen noch mehr Sandsäcke gefüllt werden. Was brauchen Sie? Panzerbrecher hält sich bereit. Den haben wir gesagt. Also, die kommen auch noch mit, aber die können wir hier die Ressourcen noch farmen. Was gibt's denn hier eigentlich? Ein bisschen Stahl, ein bisschen Öl. So. Polania hat viel zu lange nichts gegen Invasoren unternommen. Aber das ändert sich jetzt. Ja, Ressourcen haben wir definitiv genug, ey. Da können wir richtig rocken jetzt. Ist irgendwas kaputt? Dann kann er mir gleich nochmal einen mitgeben. Zwei können wir noch. Also bauen wir jeweils noch einen. Strasnik macht sich kampfbereit. Können gleich mitkommen. Dann glaube ich, sollten wir eine ganz gute Streitmacht haben, um angreifen zu können. Wie sieht der Plan? Das haben wir in 0,0. Der Letzte macht die Tür zu. Kanone bereit für Befehle. So, die Kanone stellt sich auch mal bitte hier hin und nach Ausrichtung da. Bringt sie in Stellung. Dann kann sie sich nämlich nochmal relativ schnell hier zum nördlichen Eingang bewegen. Ja, jetzt kommen die alle hier raus, weil ich die ein bisschen zu nah an dem Rand gesetzt habe. Also da sollte man dann auch drauf achten. Das sollte es gewesen sein. So, der ist repariert, die sind alle geheilt. Das ist alles Todi. Ich bin einsatzbereit. Kommst auch nochmal hier rüber. Werkstatt hier. So, dann haben wir jetzt alle Einheiten. Mehr können wir eh nicht bauen. Das Bevölkerungslimit ist erreicht. Also gehen wir jetzt in die nächste Offensive. Und da werden wir die Basis hier drüben mal platt machen. Den haben wir jetzt das nicht. Ja. Wusste doch irgendeiner. Kann vielleicht Sie mich stehen bleiben. Was brauchen Sie? Bin unterwegs. So, rücken wir mal vor. Wie geht's weiter? Ich mach mich auf den Weg. Kommen wir hier irgendwo lang? Nee, das Kartenende, also müssen wir hier lang gehen. Alles klar. Na, dann sammelt euch mal alle hier. Ja, und wie gesagt, sollten Folgen länger werden, werde ich die definitiv in zwei Parts aufteilen, die aber an einem Tag veröffentlicht werden. Ne? Also da könnt ihr euch sicher sein. Haben Sie eine Mission für mich? Sie, wir sehen uns da. Gut, ich sehe mir das mit Mac unter Beschuss. Ich höre, mach ich sofort. Ich hab sie im Visier. Haben wir ein Ziel? Auf da! Ah, wir sind schon an der Base angekommen, sehr schön.
Er ist wirklich eine Abrissmaschine. Anders kann man das gar nicht sagen. Ey. Mal platt machen. Ja, Wojtek ist so geil, Alter. Einfach ab ins Gemetzel. Ich hatte keine. Ja, was? Wo willst du jetzt hin? Ah, kann es Glück sein, dass du nicht gerade. Ah, da kommt ein Geschütz, da kommt ein Geschütz, da kommt ein Geschütz. Gibt's ein Ziel? Neue Befehle für uns? Was jetzt? Samonte, was haben wir mit euch beschäftigt? Ich glaube, wir sollten uns doch noch mal ein bisschen zurückziehen. Oh, ihn hat's gleich erledigt. Nicht mit mir hier. Ja, ich könnte aber schön reparieren. So, komm. Reiß mal die Gebäude ab. Alter, Gebäudeabreißspezialist da, ey. Ja? Kannst mal die Eisenmine einnehmen. Haben wir ein Ziel? Was brauchen Sie? Wir sehen uns da. Das sollte es gewesen sein. Haben Sie eine Mission für mich? Was brauchen Sie? So, 4 von 6 haben wir schon. Reparaturen abgeschlossen. Ich nehme hier den Punkt ein. Lassen Sie hören. Da war das nächste Gebäude in Schutt und Asche gelegt. Ihre Zeit ist um. Was immer Sie in unserem Land aufbauen, zerstören wir. Zeit, das Depot einzunehmen. Machen wir. Bin gleich da. Wer es findet, darf behalten. Ich bin einsatzbereit. Ja? Na schön. Ich bin einsatzbereit. Ich sehe mir das mal an. Seine Mission für mich. Sneak einsatzbereit. Ja, hier kann ich los. Was gibt? Zeit loszuziehen. Mehrere Gegner gesichtet. Dann mal los. Oh, in unsere Kanoniere. Kanoniere bereit. Ein bisschen Schutz schadet nie. Da Position aufnehmen. Der Feind versucht, unsere Pumpe zu erobern. Ey. Mehrere Gegner gesichtet. Drecksäcke. Feindliche Gruppe gesichtet. Ich wette, wer auch immer diesen Sitz und Waffen hat, hat nie selbst darin gesessen. Wir haben unsere Ölpumpe verloren. Der beste Wojtek. Ja, alles klar. Da nehmen die echt uns die Punkte ein, ja? Diese kleinen Schnickslippen. Dann machen wir die jetzt erstmal alle kalt. Ja gut, dass wir ein Geschütz unten gelassen haben. Das können wir auf jeden Fall machen. Ich
Rückzug. Das haben wir in 0,1 Sekunden. Ich hatte keine. Da kann man dann nur nicht abbrechen. Wenn man einmal im Rückzugsmodus ist, dann rennt der wirklich zurück. Das ist ein bisschen. Neue Befehle? Bisschen schade. Verstanden. Ich bin einsatzbereit. Muss was erledigt werden? Ja? Ja, Wojtek, bist du gestorben oder was? Oh, ich glaube, wir werden uns doch nochmal unten an der Base sammeln. Ich mach mich auf den Weg. Alles klar. Das wird mir hier zu hot. Alter, du brauchst nicht zurücklaufen zur Basis, Mann. Stopp jetzt. Oh, jetzt läuft er echt bis zur Basis zurück. Sid Murphy. Oh ja, das kommt uns hinterher spaziert. Naja, sammeln wir erstmal unsere Kräfte. Wie kann ich helfen? Alle mal zurück in die Basis, ich bitte. Ich mach mich auf den Weg. Strasnik einsatzbereit. Einmal kurz, um alle Einheiten zu refreshen. Jetzt nehmen sie die nächste Mine ein. Der Feind versucht, unsere Mine einzunehmen. Was sie brauchen und wir wie bauen sieht es. Der Plan aus? So, geheilt. Wir sind sie sagen, was sie brauchen und wir bauen es. Das haben wir uns mehrere Gegner gesichtet. Unsere Reihen werden verstärkt. Wir bringen es wieder in Schuss. Was brauchen so, sie? Den geht soweit gut. Wir haben unsere Mine verloren. Ja, ist nicht so schlimm. Wir nehmen die im Nachhinein wieder ein, um das Sekundärziel dann zu erreichen. Ich habe mal gesehen, wie einer von denen hier über einen Schützengraben gesprungen ist. Sind alle keine Ahnung, wie er das geschafft hat. Das sollte es gewesen sein. Wie kann ich helfen? Wie geht's weiter? Alles klar. Alle antreten. Können wir Wojtek jetzt herstellen? Ach nee, weil wir keiner. Den was kann sie nicht sie? Neu ausbilden? Das habe ich gebraucht. Wojtek wiederbeleben. Ich habe dich schön. So vermisst. Ich mache mich auf den Weg. Sie sagen, was sie. Das haben wir in 0, nichts repariert. So, sehr gut. Wie kann ich alle Einheiten außer das Geschütz. Das genau andersrum sein. Wollte ich jetzt. Alle Einheiten außer das Geschütz. So. Move. Dann mal los. Bin gleich da. Sieht nach einem sicheren Ort aus. Ja, Ressourcen haben wir ja ewig viele. Ich gehe besser in Deckung. Gegner! Und zwar eine Menge! Ich nehme sie ins Visier! Feind an! Ich bin hier, um euch zu helfen! Unterdrückungsfeuer! Tut mir so leid. Bereit machen, aufreißen! Vorsicht! Schnell jetzt! Sie konnten einfach nicht mehr halten! Mach mich auf den Weg! Das kann ich machen! Nehmen wir gleich noch die Eisenmine ein und werden dann Richtung Depot laufen. Der Krieg ist so viel schlimmer, als ich es je für möglich mehr Eisen für Bolania! So, mal wieder bitte alle sammeln.
So, sorry für die kurze Unterbrechung. Weiter geht's. Ich mach mich auf den Weg. Meg, unter Beschuss! Ein Gegner! Nehmen wir ins Visier! Haltet durch! Haltet durch, Brüder! Ah, mach mal einen dicken hier fertig, komm. Okay, einmal kurz alle beschädigten Einheiten einmal reparieren. Das Kranzschokoma ist wieder in Schuss. Neue Bereiche. Hier! Komm schon, haben Sie eine Mission für mich? Wie kann ich Polania dienen? Sie konnten einfach nicht mithalten. Gehen wir mal spazieren. Wie geht's weiter? Klar doch. So, schicke ich mal. Was ist denn? Ah, schon wieder ein Geschütz, Alter. Lassen Sie hören. Zeit los. Geschossen. Ziel? Verstanden. Eine gute Position. Greifen jetzt an. Muss was erledigt werden? Macht ihn ein das Ende. Das haben wir in 0, nichts repariert. Fuck, ey. Haben sie einen Donner erwischt. Ich höre. Kanonen bereit. Arschis, ey. Gerade zugeschafft. Ja, komm, dann bauen wir noch einen. Ist irgendwas kaputt? Strasnik macht bereit für den Bau von Panzereinheiten. Sammelpunkt gleich hier oben setzen. Sekundärziel abgeschlossen. Ja? Okay, jetzt haben wir 6 von 6 Ressourcen. Jetzt können wir direkt hochgehen und alles platt machen. Gibt's ein Ziel? Das sollte es gewesen sein. Neue Befehle. Ist nicht allzu wahr. Warum sollten wir sie auch dem Feind überlassen? Wir bringen es wieder in Schuss. Was gibt's? Klingt gut. Wie kann ich helfen? Ja? Das sollten wir hinkriegen. Da werde ich auf jeden Fall jetzt nicht zurückkehren zur Basis, sondern hier oben den Weg weiterlaufen. Deckung kann nie schaden. Oder nehmen, besser gesagt. Ja. Also, ich hab hier feindliche Ehre, hier zu bleiben, wäre sinnlos. Wir hören. Unterwegs. Ja? Dann mal los. Alles ist wieder gut. Was auch immer uns weiterhilft. Gegner gesichtet? Wo? Ach, da drüben. Na, da werden wir gleich angreifen. Jetzt holen wir uns jetzt das Depot. Der Möschi kommt angelaufen. Ah, den brauchen wir wahrscheinlich gar nicht mehr. Ja, ich hole mir die Ölpumpe jetzt einfach obligatorisch. Ich hätte sie jetzt nicht mehr gebraucht zur Erfüllung der Mission, aber... Kann ich irgendwas tun? Why not, wenn wir schon hier sind? Diese Pumpe steht jetzt im Dienst der Polania. Sieht nach einem sicheren Ort aus. Ärger gesichtet. Hier ist ein Gegner. Beeilung! Wie sieht der Plan aus? Da drin finden wir Schutz. Das sollte jeden niederstrecken. Da sucht jemand nach Ärger. Es wird aufgeschlossen. Es hat uns schon ungerecht gebaut. Ja, komm, Mesh gegen Mesh hier wieder. Bäm, klein, Alter. Ha! Kurz und schmerzlos. Da. Was gibt's?
So, machen wir uns als Hauptquartier platt, dann sollte das eigentlich gewesen sein, möchte ich meinen. Promo-Ziele haben wir. Hier ist der besagte Zug, den wir, glaube ich, einnehmen sollen. Was gibt's? Macht das schwere MG feuerbereit! Lassen Sie hören! Versucht doch, mich aufzuhalten! Sie sind bereit! Strasznik rückt vor! Schweres MG hält sich bereit! Strasznik einsatzbereit! Ja, hier zu bleiben wäre sinnlos! Was brauchen Sie? Macht euch feuerbereit! Kanoniere bereit! Ich bin einsatzbereit! Ich sehe mir das mal an! Panzerbrecher hält sich bereit. Begeben uns zur neuen Position. Irgendwie kommt das hier ein bisschen spanisch vor. Kein Problem. Sie sagen, was Sie brauchen. Das haben wir in 0, nichts repariert. Was können wir für Sie tun? Strasznik hier. Erstatte Bericht. Alles unverändert. Macht euch meine Waffen sind bereit. Wie geht's weiter? Haben Sie eine Mission für mich? Ich sehe mir das mal an. Du bist einfach der Beste, Wojtek. Ich bin einsatzbereit. Das sollte es gewesen sein. Kein Problem. Situation geklärt. Was brauchen Sie? Jetzt komm du mal her und du kannst mal den Zug einnehmen. Hier ist ein Gegner. Ach, da ist ja noch was. Ich hab sie im Visier. Was gibt's? Ihr Feind ist um. Strasznik einsatzbereit. Was brauchen Sie? Ich sehe mir das mal an. Was brauchen Sie? Wie sieht der Plan aus? Nehmen Deckungsposition ein. Gut, dass wir ihn auslegen. Wie kann ich Polania dienen? Haben Sie eine Mission für mich? Was brauchen Sie? Lassen Sie hören. Schicken Sie mich in den Kampf. Muss was erledigt werden? Sie sagen, was Sie brauchen, und wir bauen es. Wir sehen uns mal um. So. Wie geht's weiter? Was kann ich machen? Neue Verteidigungsanlagen sind bereit. Verstanden. Sind unterwegs. Primärziel abgeschlossen. Da ist er. Unser wunderschöner eigener Zug. Klipatzki, wie lange, um alles aufzuladen und bereit zu machen? Ein paar Minuten. Hör zu, Jungs. Dieser Bahnhof ist extrem wichtig für Russwirt. Also macht euch auf schwere Angriffe gefasst. Wir müssen aushalten, bis der Zug abfahren kann. Dann verschwinden. Kriegen wir hin, würde ich sagen, oder? Ich will eine zweite Basis genau hier. Und zwar mit Befestigungen. Los, los, los! Jawohl! Kleiner, das hast du gut gemacht. Du bist die beste Schützin seit Janek. Er wäre stolz. Ja, vielleicht. Bringen wir den Zug nach Kolno. Ganz genau. Los! Die Verteidigung hätte gestern schon stehen sollen. Neues Primärziel erhalten. Geben Sie uns einfach ein Ziel. Ey, Alter, ich hab doch gerade... ich hab gerade eben meine Einheiten verteilt, weil ich mir sowas schon gedacht habe. Haben Sie eine Mission für mich? Wir sehen uns da. Strasznik einsatzbereit. Müssen noch mehr Sandsäcke gefüllt werden? Jede Aufgabe zählt. Neue Befehle? Sandsäcke. Wunderbar. Kanonen bereit. Nehm jetzt eine bessere Position ein. Ich höre. Alles klar. Na, du kommst hier hin. Was können wir für Sie tun? Macht das MG bereit! Was brauchen Sie? Kein Problem.
Lassen Sie hören. Wie kann ich Polarier dienen? Ja, hier zu bleiben wäre sinnlos. Was können wir tun? Ach, hier haben wir sogar ein Hauptquartier. Jetzt. Ah, die Kanone könnten wir noch gebrauchen. Wie sieht der Plan aus? Komm, nehmen wir noch einen Ingenieurstrupp. Gehen wir mal spannend. Das ist genau das Richtige gegen Panzereinheiten. Werde ich gebraucht. Schicken Sie mich in den Kampf. Ah, geil. Es hat wirklich noch mein Geschütz unten aus der Base geschafft, nach oben zu kommen. Das ist sehr gut. Das hier wäre eine großartige Stelle für ein paar Befestigungen. Deswegen sollen wir Bunker bauen oder was? Soll ich die unten abreißen oder wie? Hm. Gut, die hätten wir auch oben aufstellen können, ne? Hätte man jetzt die unten abreißen können und dann. Wäre gut gewesen. Strasznik rückt vor! Ja, bin unterwegs. Neue Befehle? Mehrere Gegner gesichtet. Das Ding baut sich nicht von selbst. Feindliche Einheit gesichtet. Was brauchen Sie? Der Feind versucht, unsere Pumpen zu erobern. Mehrere Gegner gesichtet. Ja, jetzt kommen sie von hier unten, okay. Ist egal, sollen sie. So, wo haben wir jetzt die Geschütze? Ein Geschütz hier. Der Feind versucht, unsere Mine einzunehmen. Befehle? Kanone bereit für Befehle. Wir haben unsere Ölpumpe verloren. Sie in Stellung. Ja, jetzt kommen sie. Jetzt nehmen sie alles ein auf der Map, was geht, ne? Versucht, unsere Mine einzunehmen. Gebäude fertiggestellt. Müssen noch mehr Sandsäcke. Wir haben unsere Mine verloren. Vorsicht! Feindliche Einheit gesichtet. Noch ist niemand oben. Die Zeit nutzen wir. Einfach mal bauen, wir was geht. So, ob es dann nachher Sinn macht, werden wir sehen. Kommen Sie! Schützt den Zug um jeden Preis! Ich bin einsatzbereit. Feindliche Einheit gesichtet. Versucht, ruhig umzuhalten. Panzerbrecher hält sich! Mann, das Geschütz! Werde ich gebraucht? Oh, mach dir mal Platz hier. Na, draufhauen wäre schon schön und nicht umdrehen. Ach, ich hab heute einen Sonntag, ich hab keinen Bock. Befehle? Alles klar, gehen in Deckung. Alles ist wieder gut. Was gibt's? Für unser Volk! Kanone bereit für Befehle! Geschütz hat's geschafft. Wir haben unsere Mine verloren. Die kann sich mal nach dahin ausrichten. Meine Waffen sind bereit! Feindliche Einheit gesichtet! Was brauchen Sie? Was brauchen Sie? Mehrere Gegner gesichtet! Ist kurz und schmerzlos! Lass mich! Mich nachlassen! Mehrere Gegner gesichtet! Bleib hier im Weg! Weg unter Beschuss! Weiter Feuer! Was gibt's? Ich werde Sie zurückschlagen! Straschnik einsatzbereit! Nichts weiter hier haben Sie eine Mission für mich? Machen Sie es kurz nicht nachlassen! Mehrere Gegner gesichtet! Leg dich, du Rostlaube! Sergeant, unter Beschuss! Mach sie nieder! Ja? Wer will noch mehr? Ich reiß sie in Stücke! Ja, läuft aber. Hier drüben schwächeln sie ein bisschen. Muss was erledigt werden? Wir bringen es wieder in Schuss. So, bisschen. Lassen Sie hören. Refreshen. Wie sieht der Plan aus? Augen auf! Irgendwie kann ich Polarier dienen! Aber die mehrere Gegner gesichtet. Ja, hier zu bleiben wäre sinnlos. Geschütz. Panzerbrecher hält sich bereit. Bringt sie in Stellung. Feindliche Einheit gesichtet. Meine Waffen sind bereit. Haltet durch.
mal spazieren. Wir haben jetzt Ihre Aufmerksamkeit. Wir hören. Eine unserer Veteraneneinheiten ist in den Elite-Rang aufgestiegen. Bereit zum Aufbruch. Mehrere Gegner gesichtet. Pioniere unter Beschuss. Werde ich gebraucht. Wir haben Gewässer. Unser Volk. Neue Befehle? Pioniere sind hier wieder einsatzbereit. Verstanden. Sind unterwegs. Komm aber aus jedem Loch, ey. Ich bin einsatzbereit. Ich sehe mir das mal an. Panzerbrecher hält sich bereit. Feinde in Reichweite. Fast neun Pioniere unter Beschuss. Wir bringen uns in Angriffsposition. Halte den Kopf unten. Ja, jetzt kommt er her und jetzt Feuer. Es hätte nicht so weit kommen müssen. Raus damit! Ah, keine zu großen Lücken in der Defense offen lassen. Deswegen hier mal der Rückzug, damit hier die Lücke geschlossen wird. Verteidigungsanlage verloren. 0,1. Ja, unten machen sie die Base platt, aber gut, die Base interessiert uns nicht mehr. Oh, der ist mal ordentlich, ne? Wir sind verteidigungsbereit. Dann mal los. Dann flüchtet mal hoch. Auf Artilleriebeschuss! Runter! Wir haben einen Trupp verloren. Ja? Kommt einfach hoch zu uns. Vielleicht schafft das noch. Sieht nach einer guten Position aus. Unser Hauptquartier wird angegriffen. Kanoniere bereit. Eine das gute Position. Sein. Bereit zur Zielerfassung. Bemannt das Geschütz! Was können wir für Sie tun? Stabilisiert das Geschütz! Wie geht's weiter? Bin unterwegs! Muss was erledigt werden? Bisher alles Tudi. So, wie lange müssen wir dann die Defense hier noch durchführen? Unser Hauptquartier wird angegriffen. Guck mal, hätte ich die Folge jetzt zum Beispiel mit der vorigen Folge davor aufgenommen, dann war ich erstmal bei locker mal einer Stunde. Ich würde töten und mal wieder meine Beine. Feindliche Einheit gesichtet! Sie sagen, was Sie brauchen, und wir bauen es. Wir sind im Handumdrehen. Lasst uns welche übrig! Hier ist es so gut wie woanders. Wir stehen unter Beschuss! Ich werde jetzt schon dies. Da ist einer! Genau da! Zug in 3 Minuten bereit, ne? Das klingt doch noch gut. Wir mal spazieren. Geschütz! Verteidigungsanlage verloren! Panzer hinterhält sich bereit! Bitte vergib mir! Feindliche Einheit gesichtet! Der Wojtek ist echt der Hammer, Terminator hoch 10, ey! Panzerbrecher hält sich bereit. Macht euch Feuer bereit. Eine Mission für mich. Ganz gut aus. Muss was erledigt. Das haben wir in 0, nichts repariert. Reparatur. Was brauchen Sie? Kein Problem. Gibt's ein Ziel? Sie sagen, was Sie brauchen. Wir bringen es wieder in Schuss. Werde ich gebraucht? Zeit loszuziehen. Kanonen bereit. So. Du bist einfach der Beste, Wojtek. Den warten wir jetzt hier, oder? Das ist schon mal eine ordentliche Festung geteilt, ne?
Also sagen, in 3 Minuten, dann sollte Polania es eigentlich wird seine Zeit für das Feinde immer überdauern. Okay. Frage somit beantwortet. Feindliche Einheit gesichtet. Okay, hier haben wir noch Geschütze stehen. Kein Problem, kriegen wir hin. Lassen Sie hören. Versucht doch, mich aufzuhalten. Ihre Zeit ist um. Nehmen wir Feinde in die Runde. Ich werde sie zurückschlagen. Oh, scheinbar geschafft zu haben. Sehr schön. Ja, noch 36 Minuten. Aber ihr seht einfach wirklich, man muss die Folgen in sich einfach trennen, sonst haben wir hier Folgen von einer Stunde oder so. Abfahrt! Ne, er hüpft da einfach mal rauf. Auf den Zug, geil. Ja, haben sie gerade so geschafft, ne? Krass, krass. Vielen das Leben gerettet. Ich gebe mein Bestes. Setzen Sie sich zu uns? Pavel will Gitarre spielen und wir brauchen jeden, um ihn davon abzuhalten. Klar. Anna, nur kurz. Bin gleich bei euch. Die Jungs lieben ihre Jeanne d'Arc. Das Mädchen, das Polania zum Sieg führt? Nur, dass es keinen Sieg geben wird. Das halbe Land ist von den Russwirt besetzt. Und unsere feine Regierung denkt, reden würde das Problem lösen. Man kann mit denen nicht verhandeln. Wir müssen uns zurückholen, was uns gehört. Und das können wir? Wir könnten, leicht sogar. Keine Armee kann ein Land kontrollieren, wenn die Bewohner wirklich alles tun, um sie zu vertreiben. Millionen Polania, die aufbegehren und Russwirt wäre erledigt. Wenn nur mehr Leute das sehen würden. Sie sind eben kriegsmüde. Zu viele sind gestorben. Jeder hat geliebte Menschen verloren. Und deshalb kriechen sie lieber auf ihren Knien? Freiheit hat ihren Preis. Vor uns liegt ein sehr gefährlicher Weg. Feiert nicht so lang. Wojtek. Und jetzt ein kleines Lied. Hey, bis da mit dich, der Heimweh groß, sag's uns in den Blatto, sag uns ab los. Ich immer die Butelka, Wuleczki, Ciach, Rosowiecki, Saudacie, a ty gryziesz piach. What a sound. Ja, da haben wir es auch geschafft. Ich würde sagen, wir schauen uns noch kurz den Einstieg zur nächsten Folge an, damit wir einfach sehen, was uns ja, in der nächsten Folge erwarten wird. Ne, durchgeladen ist ja schon mal. Mal gucken. Ich tippe mal irgendwas mit dem Zug. Steinschlag. Kein Durchkommen. Wundert mich, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Kolno liegt gleich hinter dem Berg da.
Neuer Plan? Tja, direkt kommen wir nicht hin. Wir müssen einen Weg durch die Berge finden. Dieser Tunnel, da müssen wir hin. Rangiert zurück. Stellt die Weichen um. Neues Primärziel erhalten. Alles klar. Wissen wir auf jeden Fall, was uns in der nächsten Folge erwarten wird. Bedanke mich natürlich dafür, dass du wieder zugesehen hast. Ja, was haltet ihr von Iron Harvest? Würde mich natürlich ganz stark interessieren. Und ich bin gespannt, was uns jetzt in dieser Mission erwartet. Also auf jeden Fall müssen wir anscheinend hier mit dem Zug ein wenig hin und her navigieren. Ja, bin ich gespannt. Wird sicherlich Spaß machen. Alles klar, meine Freunde. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.